Genau. Also, wir möchten natürlich Sie herzlich begrüßen. Nochmal Danke sagen, dass Sie sich die Zeit nehmen für das Gespräch. Die neuen Medien machen es möglich, dass Sie jetzt zu Hause wahrscheinlich sitzen und wir sehen schon die Abendsonne genießen. Und ja, jetzt können wir einfach entspannt uns unterhalten und wir nehmen euch aus der Gruppe und einfach jeden, der ja, dem das interessiert, mit. Einfach in unser Gespräch, in unsere Fragen natürlich. Und ja, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Und jetzt lauschen wir ganz, ganz viel. Wir haben viele Fragen. Genau. Wir stellen uns vielleicht kurz vor und dann auch ein bisschen ein paar Worte zu Ihnen, was wir wissen. Und ja, uns kennen die Menschen durch unsere Seminare, durch Biografiearbeit und natürlich die Intensivseminare, wo es darum geht, wirklich zu entdecken und so diese Einzigartigkeit wieder rauszulösen von jedem einzelnen Menschen. Also was macht dich, was macht uns, was macht jeden Menschen wirklich Genau. einzigartig, was hat ja hat jeder mitgebracht auch, um wirklich zu verändern oder sich einzubringen hier. Und das ist so unser Schwerpunkt in unserer Arbeit. Und zu dem Interview kommt es eigentlich auch, das erzähle ich vielleicht kurz Ja, noch, weil eine es hatte was mit Kundin, deiner Geschichte zu tun, ja. naja, und eine Kundin hat uns einen Vortrag von Ihnen zugeschickt als Dankeschön, weil sie das, was sie bei uns erlebt hat, einfach aufgrund ihrer Erfahrung und natürlich der Forschung und ihrer Wissenschaft oder den Wissenschaften natürlich auch quasi erklärt hat. Also das heißt, was wir in der Praxis machen, haben sie wohl einfach da sehr, sehr schön erklärt für die Kundin und das hat sie uns als Dankeschön geschickt. Und dann war bei mir sofort natürlich meine Geschichte wieder präsent, Anthroposophie, und auch da haben sie immer sehr schön alles erklärt, was da in der Praxis oder was wir da in der Praxis einfach gemacht haben. Und ja, so freue ich mich natürlich auch ganz, ganz persönlich sehr, dass das heute so klappt. Ja, ich Und auch. Und machen wir mal, was dabei rauskommt. ja. Ja, und ja, Sie sind Vater von, ich glaube, drei Kindern. Also das heißt, ganz normaler Mensch. Sie haben Biologie studiert und haben dann aber weiter geforscht. Das war bei Ihnen nicht so damit getan, sondern Sie waren anscheinend sehr neugierig. Ja, aber das war ich wohl, glaube ich, schon, bevor ich angefangen habe zu studieren. Genau. Es ist niemandem gelungen, es mir völlig auszutreiben. Ja. Also ich habe mich irgendwie als kleiner Junge in dieses ganze Lebendige verliebt, in diese ganzen Wasserläufer und Jetzt Stechmücken. sind Sie, glaube ich, sehr leise. Jetzt müssen wir mal gucken mit dem Ton. Ah ja. Also ich habe Moment. als kleiner Junge einfach in diese Vielfalt des Lebendigen verliebt. Und dann habe ich Biologie studiert und mich auch ein bisschen angestrengt, damit es also irgendwie funktioniert. Und ja, und dann war Biologe und dann habe ich Tierphysiologie gemacht und dann habe ich mich gefragt, was machst du denn nun? Und da fand ich das Hirn besonders spannend. Das war eine Zeit, wo man noch nicht so sehr viel wusste, in den 70er Jahren eigentlich. Und Aha. ja, und dann bin ich da Neurobiologe oder Hirnforscher geworden, wurde dann auch damals noch in Leipzig promoviert, bin dann abgehauen aus dieser ehemaligen DDR, weil ich es ja nicht mehr ausgehalten habe, bin dann hier in Göttingen in einem Max-Planck-Institut gelandet, habe dort sehr intensiv über fast 10 Jahre sehr intensiv Entwicklungsneurobiologie gemacht. Und dann habe ich da auch nicht mehr ausgehalten, bin ich dann auch wieder weg und habe versucht, etwas Ganzheitlicheres zu machen. Und das war dann der Aufbau einer Forschungsabteilung für psychiatrische Grundlagenforschung an der Uni. Und das hat mir auch wieder Spaß gemacht, bis ich dann gemerkt habe, dass es auch keinen Sinn macht, Okay. im Gehirn nachzuschauen, also von Patienten Ja. schauen, was da alles anders ist, wenn man doch genau weiß, dass es niemals so geworden wäre, wenn mal jemand mit ihnen geredet hätte. Und das hat mir dann gereicht. Und dann habe ich versucht, diese Erkenntnis aus der Neurobiologie in die Öffentlichkeit zu tragen, damit das einigermaßen da draußen bekannt war, bekannt geworden ist. Und da sind ja die wichtigsten Erkenntnisse, dass das menschliche Hirn eben im Gegensatz zu dem, was man noch geglaubt hat, als ich studiert habe und auch als ich noch Assistent war,
wesentlich stärker umbaufähig ist und eigentlich zeitlebens man sich da auch eine neue Verschaltung im Hirn aufbauen kann, Altes wieder überschreiben kann und wir deshalb in einer Situation sind, dass wir das ganze Leben lang, wie man das so schön sagt, lernfähig sind, wenn es unterwegs sozusagen irgendwie verloren geht, dieses Interesse und diese Entdeckerfreude und diese Gestaltungslust. Und das passiert eben leider bei vielen Menschen viel zu oft. Naja, und auch viel zu früh, oder? Ja, und dann auch häufig sehr früh schon. Und aber die Eltern meinen, es ist ja alle gut, also da ist ja böse Absicht dahinter, aber schon der Umstand, dass ein Kind irgendwann merkt, dass es nicht mehr sich frei entfalten kann, sondern jetzt in diese Vorgaben des Elternhauses oder dann später des Kindergartens und dann noch der Schule hineinwachsen muss, führt eben dazu, dass sich jeder von uns auf irgendeine Weise dabei verwickelt. Also da kommt es dann dazu, dass man bestimmte Anteile von sich unterdrücken muss. Manches darf man nicht zeigen. Ja. Manches muss man verstecken. Und dann wird das also neurobiologisch auch richtig im Hirn sozusagen weggehemmt, damit das nicht mehr so stört. Also zum Beispiel die Entdeckerfreude oder die Lernlust und die Begeisterung und die Lebensfreude. Und dann kommen da welche raus aus diesem ganzen Anpassungsprozess. Die passen dann ziemlich mehr oder weniger gut in diese Gesellschaft rein, aber sind eben sehr verwickelt. Und je verwickelter sie sind, desto besser passen sie. Das ist dann, ganz besonders eigenartig. Aber worum sie sich bemühen, ist, Menschen dabei zu helfen. Und das ist ja das, was ich mit der Akademie dann, die ich gekommen habe, auch, was wir da auch versuchen. Wir versuchen, Menschen zu helfen, dass es sich aus diesen unweigerlich entstandenen Verwicklungen irgendwie wieder herauswickeln, also entwickeln. Ja. Entwicklungsarbeit finde ich sehr spannend. Jetzt kriegt auch der Begriff Entwicklung plötzlich ein ganz neues Gesicht. Also jetzt ab und zu Personalentwickler sehe, dann frage ich immer, wovon wollen Sie denn Ihre Mitarbeiter? Cool. Und wollen Sie das dann überhaupt? Ja. Aber es ist schon interessant, wie denn so ein Wiederfinden von etwas, was man verloren hat oder eben eingewickelt hat, verdrängt hat, abgespalten hat, wie das denn überhaupt funktionieren kann. Also solange man so verwickelt ist, kann man möglicherweise erfolgreich sein, das kann schon gehen, aber man kann sich nicht mehr entfalten. Das ist und deshalb sind die meisten Leute, selbst wenn sie sehr erfolgreich sind, eigentlich auch unglücklich. Genau, und ich denke, das merkt man immer mehr, ne? Obwohl auch der Standard, also der Stand der Entwicklung immer weiter steigt. Ne? Die Möglichkeiten immer mehr steigen und man hat ja wirklich jede Information in Sekundenschnelle zur Verfügung, man hat alle Annehmlichkeiten, aber doch kommen sehr viele, gerade so im Alter zwischen 40 und 50 eben, gerade dorthin, dass sie einfach merken, sie sind zwar erfolgreich, aber nicht glücklich. Weil genau das fehlt, ne? Diese Begeisterung, diese Freude am Tun. Ne? Weil nur die Freude am Erfolg ist es ja nicht dann. Nee, ich glaube, deshalb habe ich da mal irgendwann diesen anderen Begriff gefunden, der mir sehr gut gefällt, dass es eben im Wesentlichen nicht darum geht, im Leben erfolgreich zu sein, sondern dass einem das Leben gelingt. Gelingt, ja. Well done, ja. Das ist plötzlich was ganz anderes. Es ist auch schön, dass es in unserer Sprache dafür so ein eigenes Wort gibt, weil Erfolg, da kann man sich anstrengen, das kann man machen, aber dass es gelingt, da kann man nur Rahmenbedingungen geben, Eltern können Rahmenbedingungen setzen, dass diese Kindheit gelingt. Oder Schulen können Rahmenbedingungen setzen, dass die Lernfreude und damit auch Bildung gelingt. Aber das kann keiner machen. Also insofern ist das auch ein Begriff, der diesem ganzen Machbarkeitswahn etwas Einhalt gebietet. Ja, es ist ja momentan, also wir kriegen es ja überall mit auch, ne? Gerade Facebook, Sie sind ja auch auf Facebook vertreten, da ist ja dieses Thema Erfolg, gerade auch wenn es um Persönlichkeitsentwicklung geht, ja, ist ja das Thema Erfolg vorne dran. Und für uns ist schon, ne, dieses klar, Erfolg im Leben ist ja, wenn ich einfach das Ziel erreiche, dass es mir gut geht, dass ich das Leben, was ich habe, wirklich auch genießen kann oder mich verwirklichen kann auch, ist ja auch ein Stück Erfolg. Gelingen ist natürlich noch viel schöner vom Wort, klar, ja, wenn mir was gelingt, ja.
Wenn Ihnen irgendwas gelingt, dann sind Sie automatisch erfolgreich. Ja, klar. Eben sehr viele erfolgreiche Leute, denen ist nicht so sehr viel im Leben gelungen. Da sind die Familien kaputt, die Kinder sind weggelaufen, lauter. Ja. Naja, klar. Und dann ist dann auch der ganze Erfolg nichts. Ja, ja. Genau, das ist. Ja, naja, es ist, aber da lebt man schon, leben wir ja auch viele, ne? Also wenn wir unsere Kunden angucken, da ist im Außen ganz oft wirklich so ein Leben, wo man denkt, naja, eigentlich könnte er glücklich sein, ne? Also er hat doch alles. Das kommt ja auch oft in Gesprächen, ne? Eigentlich könnte ich glücklich sein, eigentlich habe ich alles. Ja, aber es ist so eine innere Leere auch, also viele beschreiben es wirklich mit einer Leere. Ja, oder so dieses, in der Arbeit fehlt der Sinn. Ja, erst heute habe ich so ein Gespräch gehabt, wo es darum ging, es fehlt mir der Sinn bei der Arbeit. Es macht keinen Sinn. Ja, was sagt denn da die Hirnforschung dazu, zu diesem Sinn? Erstmal ist es ja ziemlich gut, dass es jetzt eine Zeit gibt, in der diese Frage überhaupt aufbricht. Und das ist ja in vielen Bereichen so. Also auch Unternehmen versuchen jetzt nach Sinn ihrer ganzen Tätigkeit zu suchen. Also das hängt damit zusammen, dass wir offenbar allmählich anfangen zu begreifen, dass man wohl, wie uns die Wissenschaft gelehrt hat, dass es keinen objektiven Sinn gibt, aber dass keiner leben kann, ohne dass er seinem eigenen Leben Sinn verleiht. Und Sinngebung des eigenen Lebens ist etwas, das ist relativ einfach hirntechnisch zu erklären, weil es ein Metakonzept ist, was ich im Leben sozusagen anstrebe, was ich dafür ein Anliegen habe. Und in dem Augenblick, wo mir das wichtig genug ist, ordnet sich alles andere. Also mein Denken, Fühlen und Handeln entlang dieser eigenen Sinngebung. Mhm. Und das ist nicht nur beim Sinn so, sondern das geht ja schon bei geringfügigen und einfachen Handlungen so. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Glas nehme und das zum Mund führe, dann sind das, was weiß ich, ein paar hundert Muskeln und ein paar tausend oder zehntausende von Synapsen, die da im Hirn arbeiten. Und wenn ich das alles einzeln lenken und steuern wollte, ginge das gar nicht. Ja. Deshalb sieht man dann bei Kindern, dass die sich ein Metakonzept über das zum Glas greifen und trinken entwickeln. Mhm. Und dann wird nicht jeder einzelne Muskel sozusagen angesteuert, sondern es wird dieses innere Bild des trinken wollen sozusagen aktiviert und dann nehmen die das und dann geht das ganz automatisch. Das ist beim Autofahren genau das Gleiche. Das ist am Anfang furchtbar anstrengend, all diese verschiedenen Hebel zu bedienen und auch mal auf den Verkehr aufzupassen und dann bildet sich ein Metakonzept über Autofahren und dann fährt man. Und manchmal sogar so routiniert, dass man vorbeifährt, wo man nicht hin will. Ja, wenn man immer die gleiche Strecke fährt, ne? Und dann plötzlich hat man was anders vor. Einzelne Handlungsabläufe werden sozusagen geordnet und zusammengeführt zu einer Ganzheit. Das ist dann der ganz komplexe Handlungsablauf und ähnlich ist es mit den Verhaltensweisen, die Menschen so einsetzen. Die werden auch durch ein darüber liegendes Metakonzept geordnet und gelenkt. Und das ist dann das, was man eine Haltung, eine innere Einstellung nennt. Mhm. Wenn ich ein bestimmtes Menschenbild habe oder ein Selbstbild, setze ich mich bestimmten Erfahrungen gar nicht erst aus, sodass also bestimmte eigenartige Haltungen auch gar nicht erst entstehen können. Das ist wieder ein übergeordnetes Metakonzept. Und wenn ich weiß, wofür ich leben will, dann weiß ich auch, was für einer ich sein will. Und wenn ich für mich beschließe, dass ich eine Person sein möchte, die nie im Leben ihre eigene Würde verletzt, dann ist das etwas, wo ich dann automatisch bestimmte Dinge nicht mehr mache. Da muss ich keinen Kurs für gewaltfreie Kommunikation besuchen und auch kein Achtsamkeitstraining machen, sondern das ist sozusagen, sich zwangsläufig aus dieser ständigen, dann sich auch automatisierenden Selbstbeobachtung, ob ich denn jetzt auch wirklich den anderen Menschen oder gar mich selbst wieder mal zum Objekt meiner Absichten und Ziele und meiner Belehrung und meiner Interessen. Meiner Bewertungen und am Ende gar meiner Maßnahmen und Anordnungen gemacht habe. Und dann bleibt einem dann normalerweise das Wort im Halse stecken, weil man merkt, das wird jetzt wieder nichts. Rückfallen
Das hat man, aber wenn man Rückfälle bemerkt, ist man sozusagen ja auf dem richtigen Weg. Ja. Schlimm sind ja Situationen, wo Menschen Dinge tun, die sie überhaupt nicht bemerken. Also wo das wie ein Automatismus abläuft. Und das ist immer dann der Fall, wenn man eben so ein Selbstbild oder so eine eigene Führung nicht gefunden hat. Und dann läuft man orientierungslos in der Welt rum und macht das, was gerade so anliegt oder was einem da nett erscheint. Und das ist dann aber eben auch alles sinnlos. Und das sagen und glücklich ist damit keiner, weil das ist sehr energieaufwendig. Das bringt unser Hirn ständig in einen Zustand, wo da mehr oder weniger ziemlich viel durcheinander geht und nicht geordnet in bestimmte Richtungen fließt. Und das ist, kostet sehr viel Energie und das mag das Hirn überhaupt nicht, weil es eben auch das Hirn dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik zu folgen hat. Und der heißt Energie sparen. Genau. Das System muss auf irgendeine Art und Weise versuchen, die Interaktion seiner Konstituenten, seiner Bestandteile so zu ordnen, dass nicht zu viel Energie verbraucht wird. Eine Familie, wo die sich ständig streiten, die braucht am Ende auch irrsinnig viel Energie. Die braucht auch zwei Autos und dreimal im Jahr eine Fernreise und ein großes Haus, damit sie es einigermaßen miteinander aushalten. Das kostet einen Haufen Energie. Eine Familie, die diesen Zustand hergestellt hat, wo das alles passt, wo das kohärent ist, die braucht kaum Energie. Sondern da geht es sozusagen fast von allein. Mhm. Und dazu müsste man aber eben auch ein bisschen sich fragen, was für ein Leben und man führen will und wie man sein eigenes Zusammenleben mit anderen Menschen gestalten möchte. Genau. Mhm. Das war jetzt total spannend auch, weil da waren es sehr viele gleich wieder Fragen bei mir. Und das eine ist dieses Energiesparen. Ja, also das heißt, wir greifen ja auch immer wieder zurück. Und das ist auch das, was wir ja auch immer wieder machen im Coaching, was Sie mit Sicherheit auch mit Ihren Klienten oder in der Akademie auch, wo es darum geht. Das heißt, wir greifen auf unsere Vergangenheit zurück, auf das, was wir erfahren haben, was wir gelernt haben von den Eltern, von den Lehrern, wie auch immer, von dem, wie wir aufgewachsen sind, da greifen wir zurück. Und das Dilemma ist ja immer, dass viele dann sagen, okay, ich kann ja gar nicht anders, ne? Oder ich komme da nicht raus, wie komme ich da raus, also wie kann ich das verändern? Ja? Wie kann man also das Muster nachhaltig verändern? Ja, genau. Also zum einen, klar, sind sie in einem Zustand, und das ist ja immer dieses, wo ich denke, eigentlich schon witzig, wie wir ticken, weil wir haben einen Zustand, der uns nicht gefällt, aber es ist trotzdem bequemer als eine Veränderung. Ja? Also ja, das ist, vielleicht muss man nochmal darüber nachdenken, ob es wirklich so ist, dass wir das alles von den Eltern oder irgendwelchen anderen Leuten übernehmen. Oder und das wäre sozusagen passender zu neurobiologischen Konzepten, ob es die Lösungen sind, die wir im Laufe des Lebens für die Probleme finden, die uns andere bereiten, an denen wir dann festhängen. So, also wenn ich zum Beispiel als Kind schon spüre, dass sich keiner über meine Entdeckerfreude wirklich freut und wenn also dauernd gesagt wird, dass ich mal jetzt stillsitzen soll und aufpassen soll, was die mir da gerade beibringen wollen, das kann ich ja nur aushalten, wenn ich meine eigene Entdeckerfreude dann Schritt für Schritt, und das funktioniert dann auch ziemlich gut, weghemme, dass sie weg ist. So, und dann ist eben die Entdeckerfreude hin. Und dann funktioniere ich gut. Das ist Verwicklung. So, und deshalb ist es bei den meisten so, dass die im Laufe des Lebens sich selbst diese Vernetzung ins Hirn gebaut haben, die ihnen damals geholfen haben. Die sind dann sogar Teil ihrer Persönlichkeit geworden. Und dann sagen sie, ich bin so ein Mensch, der macht das so, und das ist mein Charakter und meine Persönlichkeit. Ja. So, und da gibt es nun überhaupt keine Möglichkeit, da wir ja im Augenblick immer noch davon ausgehen, dass das alles irgendwie genetisch ist oder jedenfalls fix determiniert. Da kann man dann ja einfach sich zurücklehnen und kann sagen, naja, es ist eben mit mir so. Also ich bin so ein Mensch. Mhm.
Das freut das Hirn, weil das erfordert es nicht, dass sich irgendwas da oben verändert. Weil jedes Mal dann, wenn man diese innere Unruhe zuließe, die einen ja dann automatisch befallen würde, wenn man sich mit der Frage befassen müsste, ob man sich nicht vielleicht auch ändern könnte, die führt ja dazu, dass Nervenzellen da oben anfangen, ziemlich durcheinander umherzufeuern, weil man weiß ja nicht, wie das jetzt gehen soll. Und das verbraucht eine Unmenge von Energie. Und dann ist es schon besser, man sagt sich, ist alles in Ordnung, ist alles halb so schlimm oder kann ich sowieso nicht ändern. Und das ist dann der Energiesparmodus. Und der hilft den meisten Menschen, so zu bleiben, wie sie sind und das auch noch zu rechtfertigen. Genau. Ja. Das ist eigentlich, das ist total banal. Also manchmal frage ich mich, was ich da als Hirnforscher so für Sachen rausfinde, aber vielleicht ist es so, dass wenn man es anfängt einigermaßen zu verstehen, dass es dann immer einfacher wird und gar nicht immer komplizierter. Klar gibt es da oben 1000 Mechanismen, die man alle noch die nächsten 100 Jahre lang studieren kann. Aber vielleicht geht es auch mal langsam darum, dass man das Prinzip erkennt, nachdem das ganze Ding arbeitet. Und das Prinzip heißt, am wichtigsten ist, dass da oben alles passt. Kohärenz nennen das die Hirnforscher. Wenn dieser Zustand von Kohärenz erreicht ist, wird die wenigste Energie verbraucht, dann passt alles optimal zusammen. So unterahnt man ja schon, wenn man sich das so vorstellt, dass das nicht so ganz einfach ist. Also wenn ich die Augen aufmache, ist schon inkohärent, weil schon wieder Licht kommt. Und wenn ich dann anfange, über irgendwas nachzudenken, wird es noch inkohärenter. Und wenn ich dann gar ein Problem habe, noch schlimmer. Also ist es dann besser, man greift auf irgendwas zurück, was einem hilft, aus so einer Inkohärenz wieder in so einen kohärenteren Zustand zu kommen. Das sind dann eben meistens diese alten Rezepte, die sich das Hirn gebaut hat. Ja, und dann kriegt man wieder Ruhe ins Hirn. Nebenbei gesagt ist das auch natürlich eine völlig absurde Vorstellung, dass es jemals möglich wäre, diesen Zustand totaler Kohärenz zu erreichen, wo alles passt. Also wo das Denken, Fühlen und Handeln, die Erwartungen und die Vergangenheit mit der Gegenwart und dann auch womöglich noch die Beziehungen zu anderen Menschen und auch noch das Göttliche. Wenn das dann alles wirklich passen würde, dann wäre das ja das Schlaraffenland und das Himmelreich oder das Paradies. Genau. Und es gibt einen Zustand, in dem man diesen Augenblick mal erlebt, aber dann ist schon zu spät, das, wenn man gerade gestorben ist. Da passt wieder. Aber solange Leben lebendig ist, wird es nie passen. Das ist das Kennzeichen von Leben. Das ist die Grundeigenschaft des Lebens und das ist auch die Ursache dafür, weil es immer nicht passt, dass das Leben sich sozusagen immer wieder Lösungen sucht, wie es besser passen könnte. Und das nennen wir Lernen. Aber es ist natürlich ein anderes Lernen als das, was wir in der Schule da unseren Kindern zumuten. Genau. Es geht um die Frage, wie kann ich. Ja, vielleicht geht es bei dieser Bildung eigentlich gar nicht so sehr um diese ganzen Ausbildungen, dass man jetzt Spezialist für dieses oder jenes wird, das kann man auch nicht lernen. Aber das nützt ja alles nichts, wenn ich nicht unten drunter eine Art von Bildung habe, die mir erstmal hilft, dass ich mein Leben so gestalten kann, dass es gelingt. Das wäre dann ein Leben, in dem ich auch glücklich sein kann. Und dass ich dann noch irgendwelche Ausbildungen dazu mache, ist noch nett. Aber ohne dieses Fundament, nennen wir es mal Lebensbildung, nützt die Ausbildung im feuchten Kehricht. Aber dann haben sie sozusagen etwas auf etwas draufgesetzt, was sozusagen gar nicht tragfähig ist. Und das sieht man dann ja auch. Es gibt viele sehr ausgebildete Leute, die sich im Leben in keiner Weise zurechtfinden. Die auch zum Teil gefährliche Sachen machen, weil sie nicht wissen, was sie da tun. Ne? Also Investmentbanker und Politiker und Führungskräfte in allen möglichen Bereichen. Die sind wunderbar ausgebildet. Ja. Aber offenbar fehlt ihnen das, was wir die Grundlage menschlicher Lebensbewältigung nennen. Das ist eben Bildung zum Menschen. Und das haben sie wohl irgendwie nicht mitgekriegt. Die sind nur darauf programmiert, ihre eigenen Interessen möglichst effektiv umzusetzen. Das eine Zeit lang geht das gut, man verwickelt sich, aber man wird dabei nicht glücklich. Selbst wenn einem relativ viel dabei an Erfolg zuwächst.
Also die werden ja dann ja auch immer dargestellt, diese sehr erfolgreichen Leute in den Medien, und jeder liest diese Erfolgsgeschichten. Aber das ist viel interessanter, die Zeit, die diese Geschichten zu lesen, wenn der Erfolg vorbei ist und was dann aus denen wird. Dann sind sie Alkoholiker, dann sind sie drogenabhängig, dann machen sie Selbstmord, die Familie ist zerbrochen, die Kinder sind weggelaufen. Das soll nun ein glückliches Leben sein. Sehr erfolgreich, aber gelungen ist da nichts. Das, glaube ich, ist jetzt so eine Zeit, wo das immer mehr Menschen spüren, dass das in eine falsche Richtung geht. Und dann versuchen sie, die Kurve zu kriegen. Und dann kommen die zu ihnen und wollen geholfen kriegen. Ja, aber es ist ja auch, also wenn wir jetzt da so reden, letztendlich geht es ja doch wieder darum, dass jeder, also dieses Original oder dieses Einzigartige von sich entdeckt oder lebt auch. Ne? Also ich glaube, dieses, da gibt es ja auch von Bodo Wartke so ein schönes Lied, dieses, was wäre, wenn wirklich jeder Mensch das machen würde oder das arbeiten würde, was er liebt, ja, also was ihm wirklich quält, was ihm Spaß macht, was ihn erfüllt. Ja, und jeder so seinen Raum einfach einnimmt. Ne? Und also wir kennen es jetzt von unseren Kindern ganz oft, wenn die überlegen, was mache ich denn oder was lerne ich denn, wo soll es denn für mich hingehen, dann kriegen die natürlich ganz viele Meinungen von Erwachsenen, ja, und auch natürlich von den Berufsberatern. Und da geht es natürlich drum, gerade bei Männern, ja, du musst mal eine Familie ernähren, denk doch mal dran, ja. Und das ist schon, also ist schon krass, ne, also weil, wo sollen die wissen, ne, also was... Ja, was kann ich, was will ich, was macht mir wirklich Spaß? Also, wenn sie das vorher nicht in der Schule irgendwie entdeckt haben, ja, was so ihre Leidenschaft ist. Und die Schule funktioniert dann auch. Dann lernen die was und da stecken sie dann irgendwann im Job und merken, das erfüllt mich gar nicht, und dann passiert ja diese Leere. Dann ist ja, ja keine Erfüllung, ne? Oder kein erfülltes Leben. Ja, die haben Geld verdient, die haben sich was aufgebaut, die meisten, aber ist nicht glücklich. Ja, so ist das. Das sind, aber das kann einem eben passieren. Wir Menschen haben keine vorgefertigten genetischen Programme, mit deren Hilfe wir so gelenkt werden, dass wir glücklich werden. Mhm. Wir müssen das rausfinden, wie das geht. Mhm. Und eines habe ich da zu bieten als Empfehlung, und das heißt, es geht nicht allein. Mhm. Diese Vorstellung, dass man alleine glücklich werden kann und dann womöglich gar noch auf Kosten von anderen, ist eine ziemlich komische Ideologie, der wird da aufgesetzt. Wir sind soziale Wesen. Wir kommen schon mit diesem Grundbedürfnis nach Verbundenheit und auch nach Autonomie. Und am besten beides wollen wir gleichzeitig haben zur Welt. Also wir wollen was gestalten nach unseren Vorstellungen, aber wir wollen auch dazugehören. Und jetzt haben wir es bis heute nicht geschafft, Gemeinschaften herauszubilden, in denen die Mitglieder dieser Gemeinschaft dieses tiefe Gefühl von Zugehörigkeit haben und trotzdem sich in dieser Gemeinschaft so frei und autonom fühlen wie noch nie alleine in ihrem Leben. Mhm. Ich kenne niemanden, der so eine Gemeinschaft gefunden hat. Mhm. Und das wäre dann ja eine das wäre die Herausforderung. Ja, das wäre eine Gemeinschaft, in der keiner den anderen mehr zum Objekt macht. Mhm. Und dann heißt die Frage, wie soll denn die entstehen? Da kann ja keiner den Leuten befehlen, dass sie jetzt aufhören sollen damit. Ja. Und wie es gehen soll, wissen wir auch nicht, weil wir seit 10.000 Jahren in solchen Gemeinschaften leben, in denen einer den anderen für seine Zwecke benutzt. Also sind wir da im Augenblick in einem riesigen Transformationsprozess angekommen, wo wir merken, das Alte geht nicht mehr. Diese hierarchischen Strukturen, die wir mal hatten und die dazu geführt haben, dass wir da bis hierher gekommen sind, die waren ja auch kohärenzstiftend. Die haben ja dafür gesorgt, dass menschliches Zusammenleben irgendwie bitte geordnet ablief, weil einer gesagt hat, wo es lang geht. Und jetzt stellen wir fest, die Welt ist so komplex und so vernetzt und so verwoben und so digitalisiert und globalisiert geworden, dass jetzt eigentlich keiner mehr da ist, der wüsste, wo es lang geht. So, und jetzt müssen wir das gemeinsam rausfinden.
Und natürlich ist es ungünstig, wenn man das auf Kosten von anderen macht. So, genau. Da kriegt man viele schöne Probleme und die muss man dann versuchen, wieder irgendwie zu lösen. Aber damit sind eben viele Menschen ein halbes Leben beschäftigt. Manche bis zum Schluss. Da ist nichts mehr mit Entfaltung. Ja. So verwickelt wie sie sind, kommen sie auch nicht wieder raus. Und da kann man jetzt wirklich ernsthaft drüber nachdenken, was könnte denn einem Menschen helfen, dass der aus seinen Verwicklungen herausfindet. Und da merkt man schon, alles, was wir so kennen, geht nicht. Also kluge Ratschläge, jetzt entwickle dich doch mal, ja wunderbar. Ja. Belohnungen dafür, dass sie sich entwickeln sollen, ist ja total bekloppt, weil dann macht man sich wieder zum Objekt. Genau. Strafung können wir auch gleich vergessen. Ja, Verführung vielleicht, aber das ist ja auch eine übliche Geschichte. Wenn man dann am Ende sozusagen an so einer Leine entlangläuft und auch noch glaubt, man hätte jetzt die große Freiheit. Mhm. Das funktioniert auch nicht. Und dann sind wir sehr schnell am Ende unserer Kunst angekommen. Mhm. Wir kennen nur Strategien, wie man anderes so zurechtstutzt und so zurechtformt, wie man das gerne hätte. Und richtig geklappt hat es nie, aber jetzt wäre ja die Frage, wie kann man eine Person, die plötzlich in solche Schwierigkeiten mit sich selbst und mit dem Leben geraten ist und die sich sehr verwickelt hat, wie kann man der helfen, dass sie aus diesen Verwicklungen herausfindet und sich wieder entwickelt? Mhm. Aber da gibt es am Ende nur eine Möglichkeit. Also das ist ja relativ einfach, auch sich vorzustellen. Das muss diese betreffende Person ja selbst wollen, sonst geht es ja nicht. Ja. Das heißt, die Frage, wie kann eine Person in eine Situation gebracht werden, wo die anfangen will, sich zu entwickeln? Und da ist die Antwort relativ einfach. Da müsste in ihr irgendetwas zu leuchten anfangen, was so stark wird, dass sie sagt, jetzt das möchte ich, diesen Anteil von mir, den ich so furchtbar verwickelt habe, den möchte ich nicht länger in dieser Verwicklung liegen lassen. Den packe ich jetzt aus. Und das lebe ich jetzt. Diese Lebensfreude, diese Gestaltungslust, diese Begeisterungsfähigkeit, diese Lernfreude. So. Und dann fangen wir an. Und was ist meistens der Anlass für so eine eigene Transformation? Das ist der Umstand, dass sie auf irgendeine, also manchmal, man denkt immer, das sei eine Krise. Also das kann man noch schnell durchgehen. Aber, und manche machen es auch tatsächlich aus einer Krise heraus. Also die haben die ganze Zeit malocht, wie die Verrückten, sind da also womöglich auch sehr erfolgreich geworden, bis sie dann Burnout hatten oder irgendein anderes. Ja. Und dann kommen manche tatsächlich zur Besinnung. Kriegen die Kurve, aber die meisten eben nicht. Die machen mit noch größerem Eifer dann genauso weiter wie vorher. Und deshalb ist aus meiner Sicht die Krise nicht das geeignete Instrument, um Menschen zur Besinnung zu bringen, sondern es ist etwas ganz anderes, etwas ganz Feines. Ich nenne das immer gern Berührung. Mhm. Also man müsste einem anderen Menschen helfen, in eine Situation zu kommen, wo der nicht mit ihnen, sondern mit sich selbst und diesen verwickelten Anteilen endlich wieder in Berührung kommt. Und da kann man dann fragen, erstens, wer wäre oder was sollten das für Menschen sein, bei denen das am leichtesten geht? Mhm. Und sagen, die Erfolgreichen gibt es bestimmt nicht, weil die sind verwickelt. Die sind zu stark verwickelt, genau. Die sind manchmal so gut in ihren Verwicklungen, dass die sich auch nicht mehr berühren lassen. Ja. Auch das kann man abwehren. Und dann sitzen die in so einem Film, wo alle anderen weinen, aber die klopfen dann mit den Fingern irgendwo hin und hoffen, dass das bald vorbei ist. So. Das ist, lassen sich nicht mal mehr berühren. Wenn man Menschen fragt, die das mal irgendwie erlebt haben, dann ist das ganz eigenartig. Das ist oftmals ganz unterschiedlich. Manche haben ein Musikstück gehört oder manche haben vor einem Kunstwerk gestanden oder manche sind draußen in der Natur irgendeinem Baum begegnet, der sie total umgeworfen hat oder einer Szenerie. Und dann fallen die förmlich auf die Knie. Und dann passiert es. Wenn man dann ihnen eine Möglichkeit gibt, dieses Gefühl noch ein wenig zu erleben und nicht gleich zur Tagesordnung wieder überzugehen, dann kann sich das im Körper ausbreiten und im Gehirn. Und dann kann es passieren, dass jemand nicht mehr so weitermachen will wie bisher. Und dann haben wir dieses Wollen.
Und das, dann haben sie den, dann hat sich der Mensch verwandelt, aber wenn man jetzt fragt, wer hat es denn gemacht? Niemand. Ja. Es wird nie einer kommen, der ihn verwandelt. Der Einzige, der sich verwandeln kann, ist er selbst. Ja, das ist total schön, weil das ist auch das, was wir also bei uns natürlich erlebt haben, aber auch so mit Kunden. Und aber das Interessante ist, finde ich immer, die meisten suchen nach einem Knopf oder nach einem Schalter. Ja, also wir nennen es immer so diese Tablettengesellschaft, die wir geworden sind. Ja, also so dieses, ich drücke auf den Schalter und dann habe ich es. Ne? Also dann habe ich es begriffen oder dann habe ich es verändert oder dann ist das Leben plötzlich ganz anders. Und aber es ist wirklich dieses, ja, wenn ich irgendwas von mir entdeckt habe und es berührt mich, das ist. Und ich bin in dem Moment offen, um da wirklich davon berührt zu werden. Ich fand das jetzt so schön, wie Sie es geschildert haben, auch von einem Baum. Es kann ein Musikstück sein, es kann einfach so ein Moment der Offenheit sein, wo vielleicht gerade der Kopf nicht so aktiv ist und dass ich mich in dem Moment berühren lasse, wo ich mich in dem Moment so etwas berühre und die das dann auch wirklich da sein lasse und nicht in dem Moment berühren lasse. Und dann kann es kommen. Sondern Sie müssten sich berühren lassen von dem Kontakt mit einem eigenen inneren Anteil, den sie verbuddelt haben. Ja. Das ist was anderes. Es gibt viele Leute, die sich von Musik berühren lassen, aber das kommt nicht zu dieser Freilegung von irgendetwas in ihnen, was da tief begraben ist. Ich habe mir das Gefühl, das ist so wie ein Moment, wo ich erinnert werde. Ne? Also an irgendwas, wie so ein plötzliches Erinnern. Da ist noch was ganz anderes. Oder da ist Ja, wenn wir dieses Bild mit dem Verwickeln nehmen, muss ja mal irgendwann ein Zustand gewesen sein, wo man noch nicht so verwickelt. Ja. Also Kindheit, irgendwann. Manche haben es früher und manche haben es länger ausgehalten und geschafft, sich nicht so zu verwickeln, aber am Ende haben wir uns alle verwickelt. Das ist tröstlich, dass man hier keinen findet in dieser Gesellschaft, der nicht auf die eine oder andere Art und Weise in so eine Selbstverwicklung geraten ist. Jetzt nochmal mit der Tablette oder mit diesem Schalter. Wo kommt es her, dass wir da immer so, ist es dieses Energiesparen, dass wir am liebsten das gern hätten? Da kommt jemand, der Retter, ne? Oder halt, deswegen ist ja das, dass Leute auf ein Event gehen, ne? Wo Chaka-Chaka ein tolles Feeling erzeugt wird und dann haben sie das Gefühl, jetzt ist alles anders. Das ist ja. Ne, es ist ein Hype, dann ist es kurz gut, aber der Alltag, es hat sich nichts verändert. Also es hat sich nicht nachhaltig was verändert. Ist es das Tempo, in dem wir da leben, dass dann einfach auch diese Haltung daherkommt, alles müsste jetzt schnell gehen und alles müsste total schnell behoben sein? Oder wo kommt es, wie kann man das erklären oder wo kommt es her? Ich glaube, es ist ein völliges Unverständnis dessen, wie wir als lebendige Wesen funktionieren. Wir halten uns, wir betrachten uns, weil wir so lange mit Maschinen zusammen waren und weil wir uns auch so sehr begeistert haben über die vielen tollen Maschinen, die wir bauen konnten, verwechseln wir uns inzwischen selber mit den Maschinen. Also das ist so, also diese ganze Vorstellung, dass man reparierbar sei, dass der Arzt kommen müsse und einem nur die richtige Behandlung geben müsse und dann würde man wieder gesund. Die ist natürlich dann auch von den Ärzten zum Teil genährt worden, aber das ist eine absurde Haltung. Es ist die Haltung von Menschen, deren Lebenswelt im Wesentlichen durch den Kontakt mit Maschinen bestimmt wird. Und jetzt erleben wir im Augenblick, und die ersten Maschinen, die wir hatten, wo unsere Elterngeneration noch herkommt, das waren Kraftmaschinen. Ja, da wurde menschliche Arbeitskraft durch Maschinen ersetzt und da waren die total begeistert. Dampfmaschine und Auto und was ist da, Küchenmaschine und Waschmaschine und so. Da konnte man es endlich sich bequem gehen lassen, sich zurücklehnen und die Maschine hat die Arbeit gemacht. So. Und das war die erste Stufe, da war man natürlich total begeistert und dann ist es kein Wunder, dass man dann anfängt, sich selber auch mit so einer Maschine zu vergleichen und dann rumpelt und humpelt es überall und dann muss da irgendwie Nahrungsergänzungsstoff zugeführt werden oder also seine Ernährung umstellen und was man dann nicht alles machen könnte, um dann also die Maschine wieder zum Laufen zu bringen. So.
Und jetzt kommt eine Zeit auf uns zu, die ist eigentlich noch viel spannender, weil die Maschinen, mit denen wir uns jetzt umgeben, die nehmen uns ja nicht Arbeit ab. Also Arbeitskraft. Aber die nehmen uns das Denken ab. Ja, ja. Gibt es also ganz viele Leute, also ich gehöre da inzwischen ja auch dazu, die können sich keine 3 Telefonnummern mehr merken. Die wissen auch nicht, wie man eine Karte liest, dass man sich in der Stadt oder in der Landschaft irgendwo zurechtfindet. Ja. Also die sind in vieler Beziehung sozusagen hirntechnisch ziemlich reduziert. Also da ist, die sind in diesem, also ohne dieses Hilfsmittel des digitalen Gerätes, sind die aufgeschmissen. Also wenn da mal der Strom ausfällt oder irgendwas passiert, dass das Netz zusammenbricht, dann weiß ich gar nicht, was das für eine Panik erzeugen würde, weil die Menschen gar nicht mehr anders können. So, anders leben als mit diesen Geräten. Und das ist dann ein Zustand, wo man nun aber wirklich nicht mehr davon reden kann, dass der Mensch dazu geboren ist, frei zu werden. Also die sind ja Gefangene ihrer eigenen Gerätschaften, mit denen sie herumlaufen und die Voraussetzungen dafür sind, dass sie sich einigermaßen in der Welt zurechtfinden. Und das ist, ja, wer das mag, kann das ja machen, aber es ist aus meiner Sicht kein allzu anstrebenswerter Zustand. Ich liebe die Freiheit und die Selbstbestimmtheit. Und ich möchte nicht sozusagen ein Sklave der Dienste sein, die mir mein Smartphone anbietet. Und da wird die Frage jetzt wieder interessant, was bringt Menschen dazu, sich so auszuliefern? Also warum wird da nicht in denen ein Impuls wach, der sagt, bin ich denn verrückt, ich mache das einfach nicht mit? Der Impuls ist nicht da. Weil wenn der Impuls wach würde, würde das so viel bedeuten, dann würde man nicht mehr mit den Freunden über die WhatsApp kommunizieren können, man müsste sich wieder in der Welt zurechtfinden ohne Google Maps und man müsste vielleicht auf die Zeichen draußen am Himmel achten und könnte nicht Wetterreport aufrufen und was nicht alles. Und das ist alles sowas von energieaufwendiges Durcheinander, was da im Hirn entsteht, allein schon bei der bloßen Vorstellung, dass man das alles unterstellt. Die meisten Menschen dann sofort diesen Gedanken abschalten und das Smartphone wieder einschalten. Klar, Energiesparen, das ist es. Aber das ist aber natürlich wie eine Falle. Man rennt da rein, ja. Das Hirn freut sich und vorübergehend ist es ja auch ganz nett, so bequem. Übrigens auch schon mit den Kraftmaschinen, das wäre doch viel besser gewesen. Wir hätten nicht so viele solche haushaltserleichternden Maschinen gehabt, weil dann die Eltern zu Hause sich viel mehr bewegt hätten. Also nehmen wir nur das Auto oder so Verkehrsmittel. Also das ist ja furchtbar, dass alle den ganzen Tag in irgendeiner Maschine sitzen und umherfahren und jetzt kann als Ergebnis dieser besonderen Bequemlichkeit kaum noch einer richtig laufen. Also das schadet uns ja auch. Da geht ja auch was verloren, eine Fähigkeit. In dem Fall. Genau. Dafür rennen wir ins Fitnesscenter. Da geht uns eben die Fähigkeit des Denkens auch noch verloren. Das ist natürlich schon betrüblich. Also jedenfalls für die, die da nicht langsam aufwachen. Und dann in sich den Impuls verspüren, doch lieber wieder der Gestalter ihres eigenen Lebens sein zu wollen. Aber es ist schon auch eine Kunst, ne, sich da ein Stück weit auch rauszulösen. Na, weil wir sind ja umgeben damit, wir haben ja einfach diese Möglichkeiten und das eine ist ja, ich meine, wir sind jetzt auch aufgewachsen, wo, ja, wir waren mit den Eltern am Feld draußen, ja, meine Großeltern waren bis ins hohe Alter am Feld, die waren fit, ne? Natürlich waren die irgendwann körperlich auch fertig, ne? Also natürlich, die haben mal hoch, die haben wirklich geschafft, aber jetzt ist natürlich, wie du auch sagst, ne, jetzt gehen die Leute, also die sitzen am Schreibtisch den ganzen Tag, 8 oder 7 Tage die Woche und am Wochenende gehen sie ins Fitnessstudio, oder? Damit sie, das ist so eine krasse Verschiebung einfach, ne? Also das andere war eine sinnvolle Tätigkeit, wo sie ein Ergebnis hatten einfach, ne? Also das heißt, da ist das Stroh heimgefahren, da ist das Getreide heimgefahren worden oder das Gemüse vom Feld und das Fitnessstudio ist für mich, vielleicht ist das einfach, vielleicht bin ich da aus anders, aber es ist sinnlos, ne? Also das ist so, was mache ich da? Da kommen wir wieder zur Sinnfrage, genau. Das, was dabei rauskommt, wenn ich anfange, wie so eine Maschine mich selbst zu betrachten, dann kann ich mich auch selbst optimieren.
Und das ist das, was sich dann an dem Beispiel sehr schön zeigen lässt, dass Menschen nicht nur andere wie Objekte behandeln, die behandeln sich aber selber auch noch wie so ein zu optimierendes Objekt, wie eine Maschine, die getuned werden muss. Und ja, da berichtet sie richtig aus. Getuned. Das ist natürlich, kann man alles machen, das menschliche Hirn. Ja. Anpassungsfähig, man kann sich da also hoffnungslos verrennen damit. Ja. Aber Herr Hüther, wir können ja auch, Entschuldigung. Es ist eigentlich nichts da, was uns hilft, wieder auf den Weg zurückzukommen. Ja. Es sei denn, es kommt jemand, der als Herrscher und sagt, das ist jetzt Ende und ein Gesetz macht, dass das alles abgeschaltet wird. Da sind wir aber auch nicht so glücklich. Herrscher haben wir ja auch alle irgendwie jetzt abgeschafft und dann bleibt als zweites nur noch, dass dieser Impuls von innen herauskommt. Von innen, ne? Mhm. Ja. Und da müsste man irgendwas in seinem Leben wollen. Mhm. Also etwas, was mehr ist als Freizeit. Und das wäre bei der Sinngebung. Und dann hätte ich Anliegen. Und wenn ich ein inneres Anliegen habe, dann habe ich so eine Art Kompass. Der leitet mein Denken, Fühlen und Handeln in eine bestimmte Richtung. Eben entlang dieses Anliegens. So, und da sage ich, das ist schwierig, allein ein Anliegen zu verfolgen, weil man ja sozusagen auch nicht alles kann. Und deshalb ist das plötzlich eine ganz neue Dimension, wenn sich mehrere Menschen zusammentun und ein gemeinsames Anliegen finden, das sie verfolgen. Da entsteht plötzlich Kraft, dann fangen die auch an, sich gegenseitig ernst zu nehmen. Dann werden die so eine Art Bergsteigertruppe, die oben irgendwie den Gipfel mit dem Kreuz da erreichen will. Und da macht das aber wirklich überhaupt keinen Sinn mehr, unterwegs die anderen anzubrüllen, dass sie da zu langsam laufen. Ja? Sondern da muss jeder, wenn die da gemeinsam hoch wollen und nicht nur einer, wenn die gemeinsam da hoch wollen und anders kommt man da nicht hoch, dann müssen sie sich gegenseitig, so sehr sie das nur können, unterstützen. Dann müssen sie gucken, was die da braucht, damit er in seiner Kraft bleibt. Und das sind dann neue Gemeinschaften. Die kennen wir in dieser Form eben leider nicht so. Aber das ist ja genau dieser Umbruch, von dem Sie gesprochen haben. Dieses alte System, das jetzt noch immer versucht wird, auf die Spitze zu treiben. Aber gerade das neue System wird aus dem hervorgehen, weil das ist, was Sinn macht, das, was eben dazu führt, dass er Leben wirklich gelingt. Ne? Weil gerade in so einer Gemeinschaft so etwas zu schaffen, und sich selbst dabei auch immer wieder weiterzuentwickeln auch oder auszuwickeln und selbst dabei mit sich selbst da immer wieder in Kontakt zu kommen, dadurch, dass sie den anderen mitnehmen. Ne? Das sind ja dann diese neuen Sachen, also die noch momentan halt noch nicht so entdeckt sind, also wo die Reise aber sicher hingehen wird. Weil dieses, alles noch einmal mehr auf die Spitze zu treiben, da stoßen wir total an die Grenzen. Ne? Rennen wir da gegen die Wand. So eine Gemeinschaft ist ja im Grunde genommen mit ein bisschen Abstand betrachtet so etwas Ähnliches wie ein Gehirn. Im Hirn sind das Nervenzellen, die sind über Fortsätze verbunden. In so einer Gemeinschaft sind es Menschen, die sind auch miteinander verbunden. Und im Hirn reden die miteinander über solche Botenstoffe und wir haben dann eben eine Sprache. Und deshalb muss auch jede Gemeinschaft, wenn die überleben will, einen Weg finden, um Kohärenz herzustellen. Also damit da nicht so viel Energie verpulvert wird. Und da gibt es eine Möglichkeit, eine Gemeinschaft von lauter unterschiedlichen Leuten kohärent zu machen, ist die Herrschaftsstruktur, also die hierarchische Ordnungsstruktur. Yeah. Lang geht und alle anderen laufen da lang. So haben wir immerhin diese Pyramiden gebaut und sonst was für Sachen in die Welt gesetzt. Das geht also. So nur in so einer komplex gewordenen Welt, wie wir sie jetzt haben, geht es eben nicht mehr. So, und da bräuchte man jetzt was anderes. Und etwas anderes, was genauso kohärenzstiftend ist wie ein Anführer, ist ein inneres Bild, also ein gemeinsames Anliegen, was diese Gemeinschaft verfolgt. Wenn sie das hat, ist wieder alles gut, dann wissen wir, wo sie hingehen. Aber wenn wir uns umschauen, das gemeinsame Anliegen ist schwer auszumachen. Also nehmen wir jetzt die EU als ein schönes Beispiel. Ja. Land hat ein anderes Anliegen. Und innerhalb jeden Landes gibt es da unterschiedliche Menschen, die alle verschiedene Partikularinteressen verfolgen. Und das ist natürlich unglaublich energieverschwenderisch, was da getrieben wird. Dieses Ganze, in der Wirtschaft nennt man das Reibungsverluste.
Und das würde dann weggehen, wenn sie ein gemeinsames Anliegen haben. So, und dieses gemeinsame Anliegen, könnte man sagen, entsteht dann, wenn sie alles zugrunde gerichtet haben, aus der Not. Und dann halten sie wieder zusammen, wie man das manchmal ja sieht, wenn so eine richtige genau. Landstrich hereinbricht, dann auf einmal sagen, boah, das war eine Zeit, da haben sie alle geholfen, haben sich alle gegenseitig geholfen, keiner hat den anderen mehr angebrüllt. Und auf einmal wussten sie, wie Zusammenleben geht. Die ganze DDR war so eine Gegend, in der man sich gegenseitig geholfen hat, weil man also gekriegt hat und weil irgendwie da so man darauf angewiesen war, dass es andere gab, die einem geholfen haben. Das ist aber keine Freiheit. Es ist Abhängigkeit von den anderen. Und deshalb muss so ein gemeinsames Anliegen nicht aus der Not heraus geboren werden, sondern aus einer freiwilligen Entscheidung. So, und da merken wir, wo wir eigentlich sind. Es geht im Grunde genommen bei all dem, worüber wir uns hier unterhalten, um Freiheit. Und die Frage, ob Menschen es jemals schaffen, das zu verwirklichen, wohin alles Lebendige strebt, nämlich auf die Emanzipation, auf die Befreiung aus den Gegebenheiten, aus denen es gekommen ist. So, das ist großartig, ja. Ja, aber es ist Wachstum. Aber wir sind damit noch nicht so sehr weit gekommen. Also wenn man da immer so, dass man nun auf den Mond fliegen kann, hat mit dieser Art von Befreiung noch herzlich wenig zu tun. Dazu müssten wir ein anderes eigenes Selbstverständnis herausbringen. Also auch andere Vorstellung, worauf es im Leben ankommt. Hirntechnisch ist das dann wieder ganz einfach. Wenn Menschen erst mal anfangen, etwas anderes als das bisherige wichtig zu finden, dann strukturiert sich das ganze Hirn so um, dass die dann dieses neue Wichtige dann auch verfolgen und dass das entsprechend im Hirn dann auch so organisiert wird, dass man das gut kann. Deshalb ist die spannende Frage, sehen wir in der Gesellschaft Anzeichen dafür, dass immer mehr Menschen anfangen, etwas anderes als das, was noch unsere Eltern bedeutsam gefunden haben, jetzt als bedeutsam zu erachten. So, und da fängt es an, interessant zu werden. Da merkt man auch, woher die Veränderung kommt. Das sind diese jungen Leute, die auf einmal als Generation Y nirgendwo richtig mehr reinpassen. Und die Personalentwickler sind völlig entsetzt. Leute, weil die ganzen Boni und die ganzen Angebote und Gratifikationen, die da anbieten, die wollen die gar nicht haben. Die sagen eigentlich, wir kriegen nächstes Jahr ein Kind und ich wollte dann auch ein halbes Jahr Elternteilzeit nehmen. Also wie sieht es denn damit aus bei Ihnen? So, darauf ist der Personalverwalter nicht angehen. Und dann brauchen sie vielleicht auch noch einen guten Kindergarten. Hat denn der Betrieb jetzt auch einen schönen Kindergarten, der auch wirklich so ist, dass die Mitarbeiter gerne ihre Kinder dort abgeben und. Und dann merkt man plötzlich, da ändern sich Bedeutsamkeiten. Da ist nicht mehr wichtig, wie schnell man Karriere macht, wie viel Geld man verdient. Das stimmt. Das nennt man dann Lebensqualität oder es sind eben auf einmal neue Bedürfnisse, die da geäußert werden. Die ganze Jugend jetzt in diesen Schülerdemos, die da auf einmal auf die Straße geht, das hat denen doch auch keiner zugetraut. Auf einmal kommen die und halten uns einen Spiegel vor und sagen, hey Jungs, es wird Zeit, dass ihr auch erwachsen werdet. Ihr habt ja lange eure energieaufwendigen Spiele getrieben und jetzt muss man hier langsam gemacht werden, dass wir auch noch eine Zukunft haben. Ja, großartig. Ja. Ja, daher kommt der Wind. Also es hört sich da ein bisschen böse an, aber das ist eben wahrscheinlich so, dass in jeder Gesellschaft die Veränderung nicht von den Alten kommt. Und vor allem nicht von denen, die da drin schon erfolgreich sich ihren Platz gesucht haben. So, und da muss man nochmal genauer gucken, was da für eine junge Generation ranwächst. Und in Bezug auf dieses, was wir unter Freiheit verstehen, haben die schon ein ganz anderes Bewusstsein als wir. Die halten überhaupt nicht mehr an das, was wir mal noch für richtig gehalten. Ich sage immer, die sind ja sogar ideologieresistent. Also die Kapitalismus, Kommunismus, Markt, das ist denen alles scheißegal. Ich bin noch im Alter 68er, ich bin noch mit den Fahnen da umher. Also ich wäre gerne, wenn ich im Westen gewesen wäre, mit den Fahnen umhergezogen. Ich hätte noch gerne, ich kann das auch verstehen, die wollten damals alles was kaputt machen, was sie kaputt macht. Ja. Die jungen Leute wollen nichts kaputt machen. Und die wollen auch einfach auch nicht nur Spaß haben, wie die Generation davor von Jackson und Co., sondern das sind auf einmal unglaublich verantwortungsbewusste, ernsthafte junge Leute, nicht alle, aber viele, die sagen, so läuft das nicht mehr. Und jetzt machen wir mal was. Das ist sozusagen, dort liegt die Hoffnung für eine sich transformierende Gesellschaft.
Ja, aber ich glaube auch nur durch das Engagement der Jungen, dass die wirklich machen, dass die tun, ne? Also die sitzen nicht nur und jammern, sondern die tun wirklich, bringt es natürlich die ältere Generation aber so richtig in Konflikt, weil das zeigt natürlich auch, ne, wo, wie lahm das System ist, ne? Also wie schwerfällig wir alle, also das merken wir ja auch, dass wir, ne, also unsere Kinder sind da weit voraus, also mit ihrem bewussten Denken. Das ist echt enorm. Das und ist total schön. Für denen ja, sind Worte und Taten dasselbe. Ne? Das ist ja eigentlich eine ganz unglaubliche Situation. Das ist das erste Mal in der Weltgeschichte, dass nicht Eltern den Kindern sagen, wo es lang geht, sondern dass die Kinder den Eltern sagen, wo es lang zu gehen hat. Und nicht nur bei Friday for Future, sondern Abend am Abend vor Tisch statt, wo die sagen, ich esse kein Fleisch mehr. Genau. Also sehen die Tiere und so solche Haltung und dann das Fleisch und das braucht auch viel zu viel Energie oder CO2 und so. Und deshalb, ich esse kein Fleisch mehr. Ich bin jetzt so. Und dann sitzen die Eltern ratlos da. Wem lassen sich Eltern noch am ehesten berühren? Von ihren eigenen Kindern. Ja. Yeah. Ich kenne unendlich viele Eltern, die sind jetzt auch auf einmal Vegetarier oder Veganer. Nice. Toll. Ja. Kinder gemacht. Cool. Und da geht es schon in die richtige Richtung. Und es ist alles sehr spannend, was da im Augenblick abläuft. Mhm. Obwohl es auf den ersten Blick und vordergründig, wenn man die Abendnachrichten sich anschaut, ein einziges drunter und drüber ist, weltweit. Ja. Aber das ist vielleicht nicht das, was wirklich entscheidend ist, sondern entscheidend ist, wie sich Bedeutsamkeiten verwandeln. Mhm. Menschen anfangen, andere Dinge wichtiger zu nehmen, als das, was sie bisher für wichtig und lebensentscheidend gehalten haben. Die jungen Leute brauchen doch kein Auto mehr. Meine Generation, da kam es noch darauf an, dass man ein möglichst dickes Auto hatte, das möglichst schnell fuhr. Das ist denen doch sowas von egal, was man für ein Auto hat. Also wenn man am besten ist, man hat gar kein Auto, sondern leiht sich mal eins, wenn man eins braucht. Dann gibt es ja so schöne Dienste. Und auf einmal ist eine ganze Automobilindustrie da nieder, weil die jetzt gar keine Kunden mehr haben. Dann müssen sie nach China oder irgendwo hin, wo noch welche vom Alpenschlage unterwegs sind. wo die noch nicht so weit sind in dieser Veränderung von dem, was Menschen bedeutsam erscheint. Das haben wir ja auch so gemacht. Wir haben ja unsere blöden Vorstellungen von dem, worauf es im Leben ankommt, über die Medien dorthin transportiert. Und jetzt halten die das für bedeutsam, wo wir langsam begreifen, dass es das nicht ist. Und jetzt machen die dasselbe wie wir vor 50 Jahren, aber jetzt eben als 5 Milliarden. Das ist natürlich nicht so schlau gewesen. Naja, vielleicht kommen die schon schneller raus. Die Frage, wie kommen die da raus? Die einzigen, die ihnen helfen können, da rauszukommen, sind eigentlich wir, indem wir sagen, Leute, wir haben uns geirrt, wir haben euch da Scheiße erzählt. Und wir sind dabei, gerade rauszufinden, dass das gar nicht so funktionieren kann. Und es ist auch hier noch keiner glücklich geworden damit. Nee. Deshalb versuchen wir jetzt hier einen anderen Weg zu finden. Und wenn ihr möchtet, machen wir das mit euch gemeinsam und versuchen das gemeinsam, weil es ist immer besser, wenn sich unterschiedliche Leute zusammentun auf der Suche nach einem günstigen Weg und einem gelingenden Leben, als wenn das nur Einzelne sind, die unter ganz bestimmten Bedingungen groß geworden sind. Das heißt, wir hatten es vorhin von Gemeinschaft. Es gelingt nur wirklich in der Gemeinschaft auch und entweder in einer hierarchischen Struktur oder eben, ich meine, Sie haben die Akademie. Ich denke, das ist ja auch ist ja auch derselbe Gedanke wahrscheinlich auch. Ja, also um da wirklich nicht aus dem Dilemma was entstehen zu lassen, sondern wirklich jetzt einfach dem mehr Raum zu geben. Ja, bei uns melden sich Menschen aus Gemeinschaften, die sagen, ich möchte gerne, dass das bei uns in dieser Gemeinschaft, in dem Feuerwehrverein, in dem Dorf, in dem Fußballverein oder in diesem Unternehmen oder wo auch immer, dass das da günstiger läuft, weil ich weiß, dass da mehr rauskommen könnte und dass das viel mehr Spaß machen könnte und dass da ein riesiges Potenzial steckt, was gar nicht sich entfalten kann, weil wir hier so einen Zoff miteinander haben. Mhm. Und dann kann man denen helfen, wenn die das wollen. Und das ist dann auch gar nicht so schwer. Und dann fangen die an, anders miteinander umzugehen. Genau.
dann werden die zu so einer sonderbaren Bergsteigertruppe, die irgendwie weiß, wo sehen will. Gemeinsam. Wir haben dann ein gemeinsames Anliegen. Und dann können, wenn Menschen ein gemeinsames Anliegen verfolgen und sie nicht alle Gleichgesinnte sind, sondern wirklich unterschiedliche, dann können die Berge versetzen, können eigentlich alles erreichen. Das geht alleine gar nicht. Genau. Also, wir haben so ein Fahrradteam begleitet, das sind Amateurradfahrer aus Thüringen, die hatten sich den Flo ins Ohr gesetzt, sie wollten unbedingt mal das Race Across America machen, das ist das größte Radrennen der Welt, das schwerste. Das geht über mehrere tausend Kilometer, glaube ich sogar. 6000 Kilometer von einer Küste nach der anderen quer durch Amerika durch. Und dann haben sie eine Probefahrt an die Ostsee gemacht, von Thüringen an die Ostsee, wieder zurück am Wochenende. Und dann hat mich einer angerufen und sagte, das wird nichts. Wir kriegen uns ständig in die Haare. Wie tun sie es? Und dann kann man mit denen reden. Dann kann man sie, und das ist eigentlich eine ganz banale Frage, die man dann stellt. Die heißt, was wollt ihr eigentlich? Wollt ihr das Race Across America machen oder will jeder von euch Recht haben? Dann müssen die sich entscheiden. Und dann haben sie gesagt, wir wollen das Race Across America machen. Und dann habe ich gesagt, dann müsst ihr euch überlegen, wie ihr miteinander umgeht. Das war die Intervention. Und dass die das dann auch gemacht haben, die haben wirklich dann angefangen, darauf zu achten, was die anderen sagen und was sie brauchen und wie sie sich gegenseitig unterstützen können. Es ist ein unglaubliches Team geworden. Die haben sozusagen erspürt, was die anderen brauchen. Und dann sind die da losgefahren und haben das ganze Rennen dann mit 5 Stunden Vorsprung vor dem amerikanischen Profiteam gewonnen. Warum? Ja, so viel. Das habe ich mit dir in einem Buch aufgeschrieben, weil ich es so spannend fand. Das heißt, wie Träume wahr werden. Ja, wie Träume schön, wahr werden. Schön. Ja, haben Sie das geschrieben? Oder? In Gemeinschaften. Ja, das ist Anfang des Jahres erschienen. Das hat auch wiederum dazu geführt, dass sich sehr viele Gemeinschaften an die Akademie wenden und jetzt wieder fragen, ob dann nicht eventuell sie auch so ein Dreamteam werden könnten. Und bei manchen geht es und bei manchen geht es einfach auch nicht. Und das hängt aber eben doch alles sehr davon ab, ob die es wirklich wollen. Also wie ernst ihnen das gemeinsame Anliegen ist. Und wie wichtig das Recht haben, ne? Also das Recht haben aufzugeben, das eigene Ziel den der Gemeinschaft zu opfern, das ist, denke ich, die Hürde, ne? Die es zu nehmen gilt. Diese falsch verstandene Freiheit, dass viele Menschen glauben, dass wenn sie sich committen, wie das so heißt, also genau. Partnerbeziehung, ne, dann lässt man sich auf den anderen ein und man verliert damit natürlich Freiheit. Man gewinnt aber auch viel Freiheit. Und das bedenkt man nicht. Also man kann viel Freiheit gewinnen, wenn es klappt. Aber wenn man dann schon rangeht und dann gleich erstmal so einen Ehevertrag macht, dann ist ja schon irgendwo vorbereitet. Versicherungskarte in die Gemeinschaft reingehen, das ist kein gemeinsames Anliegen. Das ist Angst, pure Angst davor, dass es nicht funktioniert. Und dann wird man natürlich auch sein Leben und Zusammenleben so gestalten, dass man wahrscheinlich kein gemeinsames Anliegen findet. Weil das ist von Anfang an sind das verschiedene Anliegen, wenn man da sein Vermögen erstmal so sauber trennt für den Fall, dass es nicht klappt. Das kann auch gar nicht klappen. Das ist eigentlich wirklich auch da, ne? Was ist das Ziel? Also wo wollen wir miteinander hin? Ne? Also wir haben jetzt... Genau, das ist das Geheimnis guter Familien. Die wissen, wo sie gemeinsam hin. Manchmal kommt es sozusagen, ohne dass sie sich dessen bewusst sind, weil ein Kind in der Familie behindert ist. Oder die Oma irgendwie krank wird oder sowas. Dann müssen sich alle um diese Oma kümmern. Und plötzlich kriegen die gemeinsames Anliegen. Und auf einmal klappt das ganze Familienleben. Vorher hatten sie das nicht, da ist alles drunter und drüber gegangen. Ja, und es wäre doch aber auch möglich, dass man nicht wartet, bis die Oma krank wird oder ein Kind eine Behinderung kriegt. Sonst könnte man ja auch vorher sagen, dass man jetzt überlegt, wozu man hier überhaupt gemeinsam unterwegs ist. Aber viele empfinden das als eine Einschränkung ihrer Entscheidungsfreiheit. In dieser Multi-Optionsgesellschaft, in der wir leben, muss man sich ja alles offen halten mit dem Ergebnis, dass man auch nichts zulässt. Freiheit gewinnt man so nicht, kommt man nur im Hirn immer mehr durcheinander. Also das heißt, es ist ja so wahnsinnig viel, gell? Nee, aber das ist ein Gedanke. Ich glaube, wir haben jetzt auch schon ein richtig nettes Gespräch geführt. Ich würde sagen, wir müssen das an der Stelle. Wir bringen es langsam zu Ende. Ja, ich wollte jetzt einfach mal, dass wir mal so eine Zusammenfassung, um was denn wirklich.
ja, um was denn wirklich geht, ne? Dass wir wirklich nochmal so eine Zusammenfassung machen, was denn wirklich die Schwerpunkte sind oder ja, halt die Essenz von dem Ganzen. Es ist ja dieser Gemeinschaftsgedanke, ja, dieses als Gemeinschaft zu wachsen und rauszugehen aus diesem Recht haben und jeder für sich das Ziel erreichen, ne? Und die anderen dann zu Instrumenten zu machen. Ne? Ja, du bist das Gehirn ist ein soziales Organ und wir sind soziale Wesen. Uns gibt es im Singular gar nicht. Jeder Einzelne, der sich einbildet, er sei ein Einzelner, vergisst, dass er fast alles, was er kann und weiß, von anderen übernommen hat. Der wäre blöd, wie der hätte nicht mal die ersten paar Tage überlebt, wenn er nicht andere gehabt hätte, die sich um ihn gekümmert hätten. Es ist eine furchtbare Arroganz, zu meinen, man sei ein Einzelwesen. Nein, wir sind auf eine tiefe und untrennbare Weise miteinander verbunden. Wir brauchen einander und wir brauchen einander, damit wir uns entfalten können. Nicht damit wir uns gegenseitig beherrschen. Da ist noch ein bisschen Arbeit. Da ist noch ein bisschen Arbeit, aber das ist ja auch schön. Ja? Also uns geht es immer so, dieses, wenn wir wieder irgendwie so einen Schritt für uns gegangen sind, aber auch jedes Mal, wenn ein anderer Mensch, wo wir das mitkriegen, ja, das ist doch was total Schönes. Also ich finde das einfach das total fein, schön, zu sehen, wenn, ob das ein junger Mensch ist, der einfach so sein Ding macht oder ja, ein älterer, ja, also der, keine Ahnung, mit 64 entdeckt, was er eigentlich machen will. Also es ist doch... Ja, wie gesagt, also ich bin da ein bisschen vorsichtig, weil da gibt es natürlich vieles, was man dann entdecken kann und wo man dann glaubt, dass man damit glücklich wird, aber man macht es allein und man macht es für sich und das ist nicht das, was ich meine. Also zu schnell in diese Falle rein, dass es nur darauf ankommt, dass man seine eigenen Talente und Begabung findet und entfalten kann. Aber dass man am Ende nur glücklich wird, wenn man seine individuellen Begabungen und Talente entfaltet, indem man das in einem co-kreativen Prozess mit anderen macht, das vergessen die meisten Leute. Weil das passt in unsere gegenwärtige Vorstellungswelt einfach nicht rein. Dazu sind wir zu sehr auf diese Ideologie des Einzelkämpfers sozusagen hereingefallen und haben sie uns auch selbst zu eigen gemacht. Und sie ist eine Illusion. Sie ist sogar, es ist eine Fehlentwicklung, die jetzt sehr zu schaffen macht, weil jetzt kriegt man das gar nicht wieder aus der Birne. Und das ist die große Herausforderung. Das ja, ist und kann man sagen, das ginge schon, aber da müsste man eben nochmal durch irgendwas zutiefst berührt werden. Nicht indem man agitiert wird und nicht indem man gezwungen wird und auch nicht indem man verführt wird, sondern man müsste sich selbst nochmal irgendwo finden, wiederfinden. Anteile von sich wiederfinden, die da unterwegs, leider, aber gezwungenermaßen von einem selbst zugebuddelt worden, eingewickelt worden sind. Machen Sie weiter so. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie möglichst vielen Menschen bei diesem Entwicklungsprozess und dass vielleicht auch der eine oder andere durch unser Gespräch, was wir hier geführt haben, eine nicht allzu ernste, aber doch ernstzunehmende Anregung mitgenommen hat. Es ist ja unglaublich schwer, solche Dinge so zu besprechen, dass es nicht irgendwie mit erhobenem Zeigefinger passiert oder man plötzlich in Tränen ausbricht über das Elend, in das man geraten ist. Also man muss wohl diese Fähigkeit entwickeln, es sich anzuschauen, ohne dass man sich dabei in dem, was man bespricht, völlig verliert. Man guckt sich das an, stellt fest, dass es so ist und dann kann man sich fragen, ob man das mitmachen will. Und das ist eine entscheidende Frage. Und ich wünsche mir, dass viele Leute auf die Idee kommen, dass es eigentlich auch ganz interessant sein könnte, es nicht mehr länger mitzumachen. Jawohl. Wie viel Kraft das braucht. Ja, und schönen ich glaube... Und alles ja, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ja. Alles, alles Gute, gell? Ja. Dankeschön. Danke.